Ilka Bessem, sie wehrt sich gegen Bodyshaming. Tut mir leid, dass ich zunehme. Komikerin Ilka Bessem hat auf Social Media mit unpassenden Kommentaren bezüglich ihres Aussehens zu kämpfen. Dagegen setzt sie sich nun zur Wehr. Hass im Netz, eine Erfahrung, mit der auch die Komikerin Ilka Bessem, 52, zu kämpfen hat. Auf Instagram erreichen die 52-Jährige immer wieder Nachrichten mit bösen Absichten. Meistens gegen ihr äußerliches Erscheinungsbild. Doch das möchte sich Cindy aus Marzahn nicht länger bieten lassen und holt zum Gegenschlag aus. Mit einem merklich ironischen Beitrag meldet sich Ilka Bessem auf Social Media zu Wort. Hallo, ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich bei einigen zu entschuldigen, so beginnt die deutsche Komikerin ihren Text. Dazu postet sie ein Selfie von sich, mit zerzaustem Haar, verschmiertem Make-up und ohne Oberteil. Dabei blickt sie direkt in die Kamera. Ich habe bemerkt, dass unter einigen Fotos und Reels, Bemerkungen standen wie diese: Oh, die hat ja ganz schön zugenommen, die sah früher besser aus. Die Haarfarbe steht dir nicht. Eine andere Brille wäre besser für dein Gesicht, zählt Ilka die fiesen Kommentare auf, die User unter ihre Bilder schreiben. Hab da nicht gedacht, dass das jemand so schlimm findet. Doch die ehemalige Cindy aus Marzahn-Darstellerin weiß sich zu helfen und dreht den Spieß um. Das tut mir leid. Ich hätte diejenigen, die das geschrieben haben, wirklich informieren müssen, dass ich zunehme, dass ich mich nicht bei ihnen informiert habe. Welche Haarfarbe sie für mich am besten finden und das mit der Brille, sorry, ich habe da nicht daran gedacht, dass das jemand so schlimm findet. Sie selber würde wollen, dass die besagten User sich nicht so verhalten, wie andere es gerne hätten. Komikerin bleibt für ihre Fans ihre Ilka Puppygi. Mit Ironie fährt Ilka fort, ich Dummerchen. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Danke, an die vereinzelten Menschen, die mich beurteilen, nach Körper, Haare und Brille. Doch auch die lieben Kommentare fallen Ilka auf und sie bedankt sich bei ihren treuen Fans. Dann bleibt mehr für die, die einfach nur das in und an mir sehen, was ich wirklich bin, die Ilka Puppygi. Promi-Kollegen unterstützen Ilka Bessem. In den Kommentaren unter Ilka Bessems Beitrag finden sich auch viele bekannte Namen, die der Unterhalterin zustimmen und nette Worte dalassen. Moderator Kollege Jochen Schropp, 45, schätzt die Komikerin sehr. Ich würde gerne beurteilen, dass du seit Jahren eine meiner Lieblingskolleginnen bist. Weil du das Herz am rechten Fleck hast. Falls du es links trägst, sag mir bitte das nächste Mal Bescheid. Lieb dich. Der deutsche Schauspieler Stefan Bockelmann, 47, findet die 52-Jährige wunderbar und einzigartig. Bleib genauso wie du es willst. Und Autorin Luisa Dellert, 34, findet Ilka ebenfalls ganz wunderbar, so wie sie ist. Das Problem als Frau im Internet, die Figur passt für manche Menschen nie. Aktuelles Beispiel: Daniela Katzenberger hat 10 Kilo abgenommen. Zeigt ihren trainierten Körper. Aktuelle Kommentare auf Social Media kritisieren sie nun für ihr Gewicht. Ich fand sie vorher viel besser als jetzt. Viel zu dünn. Katzenberger reagierte darauf mit Humor und schrieb zu einem lachenden Emoji: Die Moral von der Geschichte, gemotzt wird immer, egal welches Gewicht.